also generell, ich wollte halt die Ausbildung zur Chemielaborantin machen, weil ich einfach Chemie unglaublich spannend finde. Und das Max-Planck-Institut ist halt ein super Ort dafür. Und man kann hier sehr viele spannende und auch vor allem echt coole Sachen machen. Und es ist eine echt tolle Ausbildung. Und deshalb bin ich hierhin. Wir machen hier Grundlagenforschung im Bereich der Katalyse, um halt Reaktionen effektiver, nachhaltiger, schneller und kostengünstiger zu machen. Normalerweise hat man einen Teil des Ausbildungsabschnittes in einer Analytikabteilung wie in der Gaschromatographie hier. Man lernt neue Methoden zu erstellen und die selbst hergestellten Chemikalien und Proben dann auch zu analysieren und zu verstehen. Forschung in unserem Institut passiert eigentlich immer in Teams und diese Teams sind typischerweise sehr international zusammengesetzt. Wir haben je nach Zeitpunkt 25 bis 30 Nationalitäten im Institut vertreten. Azubis müssen also Freude daran haben, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus vielen Kulturkreisen und unterschiedlichen Ländern zusammenzuarbeiten und sie sollten hoch motiviert sein, daran zu arbeiten, die Zukunft zu gestalten. 2018 habe ich hier angefangen, nachdem ich mein Studium abgebrochen habe und gemerkt habe, dass ich lieber praktisch arbeite als theoretisch und habe hier die Möglichkeit bekommen, in der Praxis sehr viele Erfahrungen zu sammeln, in sehr vielen verschiedenen Abteilungen und auch dadurch mich selbst immer wieder weiterzubilden. Auch jetzt nach der Ausbildung geht die Weiterbildung weiter und man bleibt hier nie auf einem Fleck stehen. Hier ist wirklich jeden Tag etwas Neues zu entdecken und das macht deswegen besonders viel Spaß, hier zu lernen.